Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge LS17 auf der nordfriesischen Marsch. Vierfach im Animals-Projekt mit Freezy und Taiko! Ahoi! So. And we need a little bit of Wasser in der Wollefabrik. Also nicht in der Wollefabrik, in der Seide. Nee, was ist das? Seide, ne? Nee, was? Stofffabrik. Was für Zeug? Stoff. Stoff. Haben wir noch irgendwo anders einen Wasserträger? Außer im Bach hier, Fluss. Weiß nicht, ob ich den wieder rauskriege. Also ich sag mal so, die anderen Trigger, sag ich mal so, was im Hof ist da, die sind ja meist alle kostenintensiv. Aha. Okay. Oder wir hätten zum Beispiel bei der Schweine wäre zum Beispiel noch ein Wassertrigger. Der kostet was, sicher? Ich glaube ja. Na gut, ich versuch's im Graben. Ich wollte mal schauen, ob der überhaupt Wasser lädt. Was hast du denn drauf, den IT-Runner? Ja. Jo, da lädt Wasser. Nee, macht er nicht. Also jedenfalls nicht den Gülletank, den ich hab. Nein, der Gülle, nee, der Gülletank nicht, aber der andere. Da hat er jetzt den Eckigen drauf, den abgerundeten. Ja, nee. So. Fast wieder mit der Kirche ums Dorf hier, ey. So. Ach ja. Lädt er den trotzdem mit Gülle, obwohl er nicht angehängt ist? Nee, ne? Oh, lol, macht er. Krass. Oh Gott, theoretisch nur schon, weil der Trigger an dem Gerät selber dran ist. Das hätte ich nicht gedacht. Das ist ja very nice. Abtanken tut er aber ziemlich schnell, war Tiger? Ja. Ja, bei der Menge muss das auch flutschen. Ist schon ein schönes Maschinchen. Ja, das stimmt. Sehr nice auf jeden Fall. So, wo haben wir denn Wassergraben? Hier haben wir einen Wassergraben. Ich wollte gerade sagen, also die haben wir reichlich. Naja. Ist eigentlich echt recht praktisch auf der Map. Eintönig die Arbeit, ne? Nee, ich hab irgendwie gerade so ein bisschen gerade Probleme gehabt, hier den Hänger rüber zu drücken, warum auch immer. So, da wamsen wir noch mal ein bisschen was ins Feld an Gülle. Möchte jemand mit dem Big Butt dann grubbern oder eher nicht so? Erstmal das Feld hier fertig machen. Aber ja. Würde ich ganz gerne probieren, ja. Hat es sich so angehört, als ob das relativ zeitnah fertig ist? Das dauert, glaube ich, noch was. Ich glaube, diese Folge bestimmt noch.
Wollen wir es hoffen, aber ich wollte gerade sagen, ich glaube, eine Folge brauchen wir noch. Was, Dio, noch eine? Ja. What? Also zumindest eine halbe. Okay. Jetzt bei 5 Minuten, 10 Minuten. Oh. Krass. Meter noch, ich hoffe, das reicht. Aber die Gülle müsste reichen. Die Gülle müsste reichen, die drin ist. So. Wollen wir den mal zurückstellen? I need your love! I need your love! Hört ihr das Lied auch? I need your love! Für sie? Ja. Liebst du mich wie deinen Sohn? Okay. Was? Nein. Tiger Bunny. Warum nicht? Ja, weil Kinder liebt man immer anders als Kollegen, ey. Ich bin also ein Kollege. Keine Ahnung, was bist du dann? Na, wenn du es nicht weißt. Kollege und Freund, keine Ahnung. Was willst du denn hören, Alter? Du bist mein Vater oder was? Ja! Nein, da habe ich nicht mehr dran gedacht, aber wo du es jetzt so sagst, klingt es doch ganz gut. So, okay, okay. Ich wurm das, ne? Was? Was denn? Dass ich nicht so dumm Zeug laber, ne? So dummes Zeug? Ja, so wie sonst, Quatsche. Ist auch geil. Dich wurmt das, dass ich nicht so dummes Zeug laber wie sonst. Schön, dass du es einsiehst. Nein, warum? Was ist los? Keine Ahnung, weil du so fragst und so. Ja, du erzählst halt gar nichts, das ist halt das Blöde. Ja, nee, das ist... Nicht irgendwie an dir oder so, alles cool, aber. Los, das liegt an mir. Also wir können auch eine sehr ernste und kontroverse Diskussion führen. Nee, hey, das will ich auch nicht, aber pass auf, es geht sich darum, ich erzähl's jetzt, dass die Leute, zum Beispiel bei dir im Stream, in Videos, mich immer aus Spaß, was weiß ich, dumm machen. Ja? Sagen wir aus Spaß, was auch immer. Oder was heißt dumm machen? Auch nicht. So immer so Kommentare, wie sie arbeitet nicht, so bla, wie du. Das will ich natürlich nicht, weil mich das manchmal selber ankotzt. Also versuche ich das natürlich, das liegt ja an mir, also muss ich das an mir ändern. Also versuche ich den dummen Quatsch, den ich sonst so erzähle, so aus Spaß oder was auch immer, sein zu lassen, damit das aufhört. Verstehst du? Also, verstehst du ungefähr so, was ich meine? Ich verstehe so ungefähr, was du meinst. Aber das Problem ist ja, dafür bist du ja aber bekannt. Ja. Das weiß ich. Und eigentlich habe ich immer gedacht, alles ist so cool, aber... Weiß nicht. Okay. Nicht irgendwie ein Tier oder ein Tiger oder ich bin nicht unmotiviert. Alles cool. Mir macht Animals sehr viel Spaß. Wir machen alle LS-Projekte Spaß. Forst, Animals und Mining am meisten. Nostalgie, ja, könnte man von mir aus aufhören. Okay, das ist schade. Boah, das ist schade. Nein, aber... Vor allem, das sagt ja den Beisein als LPG-Mitglied ist, also... Ja, wo du das zum Beispiel sagst, das ist zum Beispiel auch ein Grund. Wir fangen da mit dem LPG-Team an zu streamen und der Erste haut mir schon wieder einen Spruch rein, wo ich mir denke, ne... Aber der macht das, weil er denkt, ich würde das als lustig finden oder so, weißt du? Ich weiß, dass der es nicht böse meint, auf gar keinen Fall, aber...
Ja. Ja, ja, ich verstehe, verstehe natürlich, worauf du hinaus willst, ohne Frage. Das ist halt schwierig. Aber ich verstehe eins immer nicht. Warum lässt du die Leute, die es als allererstes wissen sollten, immer im Dunkeln? Das verstehe ich nicht. Du bist dann auf einmal du bist einfach anders und alle anderen sollen es erraten. Weißt du wie? Und also nicht alle anderen, sondern halt einfach die Leute, die immer mit dir aufnehmen. Und das verstehe ich einfach nicht. Ja. Ja, das ist einfach so, das ist halt eine super wichtige Info, weißt du, wie ich meine? Und. Ja. Das ist halt immer blöd, weil man überlegt halt dann, ja, was ist denn, was hat er denn, was ist denn das Problem oder keine Ahnung. Und das ist halt. Ja, stimmt. Ja. Ja, weil einfach man denkt halt so, ja, keine Ahnung, hat er keinen Bock auf LS, hat er keinen Bock auf dich. Ah, nee. Was macht er denn? Er ist einfach komplett anders, weißt du, und du denkst ja da deine Storys aus im Hintergrund. Ja, verstehe. Hör ich zu Hause auch von meiner Frau. Einfach sagen, pass auf, ich würde das halt ganz gerne ändern, so und so und bla. Und dann kann man das ja zusammen versuchen. Ja. So. Oh, jetzt hat er aber auch ein Leck gehabt. Ich auch. Hat bestimmt den Server gespeichert. Jo, ich hatte auch eins. Warte. Was hatte ich vorhin gesagt? In der Weberei fehlt Wasser. Das fahr ich gerade hin. Und was war es noch? Irgendwo anders hat noch was gefehlt. Ah, Diesel bei den Fischen. Diesel bei den Fischen, genau. Haben wir eine Dieselproduktion hier? Die läuft? Ja, die läuft. Da müsste auch, glaube ich, bis oben hin alles voll sein. Das ist gut. Im Westen der Karte. Da bin ich nur blöd. Da aber auch gerade nicht. Ach, da unten. Im Norden geguckt. Was? Ich hab im Norden geguckt. Nee, ich suche hier die Weberei verzweifelt. Ist denn hier die diese Produktion? Ja. Im Westen. Ich glaube bei der Frittenproduktion ist das da. So, Anlieferung. Wasser sollte da hier sein. Ja, wieder da, Teil. Müssen wir auch vom Feld da weg, Jo. Oh. Na gut, wie viel sind drin? 2375 Liter. Autsch. Raps oder Sonnenblumen alle. Raps oder Raps und? Raps oder, kannst du beides nehmen. Was haben wir denn? Raps 91.000. Na dann. Jetzt wurde Raps. Was ist los hier? Lad ab, Mann. So, Tiger, 2,5 Bahn noch, dann haben wir's. Ich finde es echt geil, die Animation, wie der IT-Runner dann das ganze Fass kippt da. Ja. Ja. Bist du am Essen in der Folge oder was? Raus! Verlassen Sie die Karte! Was mampfst du denn nicht rein? Ich hab grad Duplo gegessen. In Duplo, also, na, ganz tolle Geschichte ist das hier wieder, die wir erzählen. Mann, Duplo Mann. Weiß hab ich oben, Alter.
Duplo mit weißer Schokolade. Ja, das war mir fast klar bei Duplo Weiß. Bei dem Namen. So geil, ey. Weiße Schokolade ist der Burner, am besten mit Crispy, ey. Oh. Sorry, ich bin zurzeit auf meinem Fitness-Trip, ich kann da leider nicht mitreden. Ja. Ich versuche gerade meine Blauze zu minimieren. Okay. Hm. Dann esse ich für dich ein Duplo mit. Das bringt also leider Zukunft, gar nichts. Also jetzt in Zukunft dann Havana ohne Cola. mit Coke Zero. Oh. Zero-Kacke schmeckt ja gar nicht, ey. Ich trinke es gerne. Ja? Ja, also die Coke Zero finde ich ganz nett. Ich finde es nur abartig, was da drin ist. Weil es ist ja nicht so, dass kein Zucker drin ist. Ey, ist halt dieser Kristallzucker drin. Ach, irgendwas komisches ist da drin, ja. Ey, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass das besonders gut ist. Ich glaube einfach nicht, dass das besonders gut ist. So. Ja, soll ja wie so ein Zuckerersatz oder wie soll da drin sein? Ja. In meinen Augen alles Nonsens. Wenn die halbe Flasche nicht mit Cola bedeckt wäre, dann wäre glaube ich auch noch was anderes. Was, wenn? Wenn die normale Coke nicht bis zur Mitte mit Cola befüllt wäre, mit Zucker befüllt wäre, wäre auch glaube ich was anderes. Das ist irre, ne? Ich finde es krank. Also wie viel Zucker da drin ist, finde ich heftig. Ja. Ja, bei YouTube eben so ein Video, da kippt jemand hier die Cola in der Pfanne und erhitzt ja, das oder was? Ja, weil das Flüssige da verdünstet und als Zucker überbleibt. Ja, ey, leck mir am Arsch, ey. Das ist irre. So, Das ist genauso, legt man ein Stück Fleisch in der Cola rein, die Tag ist weg. Das ist aber, ja, das ist aber, das hat einen anderen Grund. Das ist aber deswegen, das ist nicht schädlich. Nee. Aber viele haben ja damals schon gesagt, ich trinke keine Cola mehr, die fressen ja. Ja, klar, es ist abschreckend für Kinder auf jeden Fall. Ne? Ja, bei uns gibt's sowas nicht. Also bei uns gibt's sowas absolut nicht. Also die Kleine kann, was sie trinken kann, ist so Saft. Und in Dings, ich weiß, in Apfelsaft zum Beispiel ist auch Massen an Zucker. Und aber das kriegt sie auch nur in Maßen, aber oder Milch kann eben. Kann ich dann aber noch mit Wasser verdünnt oder so, ne? Ja, oder Apfelschorle ja, oder sowas ja. Halt einfach. Aber das kann sie mal trinken, aber Fanta, Cola oder so kriegt sie nicht. Will sie auch nicht. Und zum Abendbrot trinkt sie Wasser oder Tee. Ja, bei uns auch Tee, ja. Ja, Tee. Müsste was mit Geschmack, das passt ja, meistens. Da guckt meine Freundin immer drauf, die ist da sehr pingelig, wenn. Ich hatte meine Cola-Flasche, wollte meinen Sohn was abgeben. Nee, hier, nimm die 2 Euro. Jetzt von mir, direkt eine gekriegt, Alter. direkt ein Brett gekriegt. So, aber in diesem Sinne sind wir auch erstmal fertig. War ich dran? Ja. Okay, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst das Däumchen da, schon mal einen anderen vorbei. Wir sind erstmal raus. Bis dahin. Ciao. Tschüss.